Hey liebe Leute, na, herzlich willkommen zurück zu Sonic 3 und Knuckles Playthrough. Wir befinden uns heute in der Marble Garden Zone. Eine wunderschöne Zone. Und ja. Wir werden heute den Sonic 3 Teil, ja, nicht durchspielen, aber weiterspielen. Tatsache. Okay, danke. Oh nein, 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 das drückt mich. Okay, Gott. Das war knapp, weil das fällt runter. Ja, das werden wir halt drücken, ja. Heute geht's weiter. Es hat jetzt fast eine Woche gedauert, bis das neue Video, also das hier jetzt kommt, aber es kommt. Vertraut mir. Ja. Ich kann Videos nicht so häufig bringen. Oder ich werde sie auch nicht so häufig bringen, weil ich muss halt Bock zu haben und so weiter. Und ja, wenn ich nicht Bock habe, dann mache ich auch keine, ne? Aber wir spielen genau heute hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja. Marble Garden Zone, was gibt's über die Zone zu sagen? Ja, sie ist mit sehr vielen Spikes ausgestattet. Ja. Muss ich ja natürlich sofort zeigen, ich meine, wofür bin ich denn hier? Ja, so eine, ich weiß auch nicht, so im Tempel-Style gehaltene Stage, würde ich jetzt mal sagen. So ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie so ein Garten irgendwie, ja, Marble Garden Zone, ne? Genius. Ich hab doch keine Ahnung. Ja, jedenfalls. Weiter geht's weiter. Und jetzt dann spielen wir einfach weiter durch das Spiel, ne? Und haben eine gute Zeit, weil Sonic 3, ne? Ja. Ich freue mich auch schon tatsächlich extrem auf den Sonic und Knuckles Teil. Da wie im ersten. Oh Gottes Willen. Da habe ich auch schon im ersten Part erwähnt, dass ich den ja noch nie komplett durchgespielt habe. Was ist das denn? Alter, hör auf. Den mag ich nicht. Der ist ein böser Mann. Nee, der ist mir unser erstes. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es. Der eine hat mich abgelenkt. Ja, den mag ich nicht. Nee, das ist ein beschissener Gegner. Der ist scheiße. Alter, hör doch auf damit. Was hat's eigentlich mit diesem Trampolin auf sich? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Man baut Speed auf. Also komplett. Und dann irgendwann kommt ein richtiges Arschloch-Trampolin und bounce sich einfach wieder zurück. Du bist so richtig im Hype drin vom Speed und alles und dann klatsch. Und dann bist du am Trampolin, ja. Dann ist wieder vorbei, ne? Er ist wieder super. Ich weiß auch nicht, irgendwie diese. Ja, hier gibt es auch diesen Kreisel, ne? Aber diese Mechanik, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir die nicht. Nicht wirklich, nee. Die ist ein bisschen überschüssig. Ja. Und es gibt auch, weil wir lustig sind, gibt es natürlich auch Stacheln, die aus Gummi bestehen. Und die können mich dann nicht verletzen. Was ich tatsächlich unterstütze, aber finde ich ja ein bisschen lame, ne? Warum? Ich war auf dir. Aber nicht. Ich merke schon, eine Woche Pause vom Spiel ist nicht empfehlenswert. Da kommt man ein bisschen raus. Aber ist ja egal. So. Fuck. Okay. Ich habe den Ring noch bekommen, obwohl er eigentlich durch den Boden glitscht ist, aber ich nehme es. Ist okay. Oh, Ringe. Hätte ich mir vielleicht für den zweiten Part behalten sollen. Yo, dann hätten wir den ersten Teil schon mal geschafft. Ich habe auch bemerkt bei der letzten Aufnahme, dass die Framerate teils ein bisschen mal abkacken war. Das tut mir leid, daran ist nicht OBS schuld, sondern, also, OBS, ich war tot. Daran ist nicht das Aufnahmeprogramm schuld, sondern daran ist einzig und allein das Spiel schuld. Ja, können wir jetzt verurteilen und sagen, ich habe falsch eingestellt, hast du falsche, weiß ich nicht, Einstellungen, nicht HD, was weiß ich. Nein, doch, habe ich. Und zwar ist es nämlich so, das war immer dann bei, es war bei Angel Island Zone, bei den Wasserfällen, ne? Da hat mich das immer ein bisschen, da hat es halt immer sehr gelaggt und die Qualität ist halt ein bisschen gesunken, ne? Aber man muss sagen, da laggt das auch schon im Spiel drin, ne? Also, ihr könnt nicht von mir erwarten, dass, wenn es im Spiel drinne, du Haufen Scheiße, wo kommst du jetzt wieder her? Aber okay, vorsichtig jetzt,
drüber. Wie fest soll ich den Knopf drücken? Soll ich ihn durchdrücken oder was? Ich hab doch gedrückt, Alter. Ja, und zwar laggt es da schon im Spiel bei den Wasserfällen. Da laggt es im Spiel. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die Aufnahme das nicht wirklich unterstützen wird. Also wahrscheinlich, ich schätze jedenfalls mal, dass die Aufnahme die schlechte Qualität aufgenommen hat. Also, ja, ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ich belasse es einfach bei den Standpunkten. Ich habe die Einstellungen noch mal ein bisschen, ich habe alles nachgeschaut, habe noch mal ein bisschen überarbeitet und ich hoffe, das sollte nicht mehr vorkommen. Und wenn doch, tut es mir leid, aber es ist halt einfach ein Spiel. Es ist nicht gestern rausgekommen, ne? Ist halt nicht Sonic Mania. Ist halt schon ein bisschen älter, ne? Ich glaube, jetzt sind fast schon über 20 Jahre, oder? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls nicht neu, ne? Und das muss ich dem Spiel auch anrechnen. Da es für diesen Stand an Alter, das es bereits hat, verdammt gut spielbar ist und einen verdammt großen Videospielwert hat. Jedes Mal wieder. Habe auch gesagt, ich könnte das Spiel 100 Mal am Tag durchspielen. Ja. Und dann werden mich wahrscheinlich Leute flagen, ja. Die Leute werden mich flagen, die werden mich flagen. Entschuldigung. Die Leute werden mich dann wahrscheinlich fragen, ja, wieso nimmst du da nicht alles einen Tag auf? Und ja. Ja, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich weiß, es widerspricht sich ein bisschen, aber. Nee. Ich war letztes Mal danach so demotiviert. Nachdem ich hatte schon überlegt gehabt, die Folge gar nicht hochzuladen, weil es einfach Bullshit war, weil die Qualität war halt nicht so geil, aber ich dachte mir, all diejenigen, die das Projekt anschauen hier, die sind ja schon so ein bisschen in Retro-Stimmung und ich glaube, die wird das wahrscheinlich nicht stören, ne? Weil es gibt auch teils, weiß man auch nicht, Super Mario 64 Streamer auf Twitch, die haben so eine Qualität durchgehend wie ich. Ich weiß, das ist wieder ein Livestream, das ist wieder was anderes, aber die Leute schauen es auch an. Naja, und da schauen bedeutend mehr Leute zu, als wie bei mir. Bei so einem kleinen Channel, ne? Muss man dann auch mal dazu sagen. Das dreckigen Stachel gegen, ne? Richtig Bock auf die. Habe ich richtig Bock auf die. So. Dann bauen wir jetzt hier ein bisschen rum. Und dann sollten wir auch fast schon mit der Zone durch sein. Glaube ich. Nee. Doch, nee. Nee. Okay, dann halt nicht. Unwunderbarkeit, ja. Perfekt. Wow. Mhm. Also Timing on Fleek, Alter, muss ich eigentlich sagen, ne, also. Alter. Wenn man die ganze Zeit halbwegs gut spielt und dann sowas bekommt, dann spielt man automatisch scheiße. Ich weiß nicht, ich bin einfach der beste Spieler der Welt. Ja. Mann, ich mag diesen Haufen Scheiße hier nicht, Alter. Der ist so nervig und er hat einfach keinen Sinn. Ja, komm, schieß. Ja, leck mich da. Tot, so. Tschüss. So einfach wäre, wenn man was könnte. Was ich tue. Man darf solche Aussagen nicht tätigen, ne? Man merkt man schon. Sagt man einmal, man kann das Spiel. Das Spiel gibt dir, es gibt dir auf die Fresse. Ne? Also instant in der Sekunde. Wie eben gerade. Mario Garden Zone, ne? Richtig eklige Scheiße hier. So richtig harter Bullshit. So. Ja, ist eine ganz schöne Stage, aber eine von meinen Lieblingsstages gehört es jetzt nicht, ne? Haben wir ja letztes Mal schon geklärt, dass ich Hallo City Zone über alles liebe. Wunderschöne Stage. Ach, Mann. Ja. Wieder so ein Haufen. Komm schon, normal und so, zack. Das macht halt, das ist so Bullshit. Das macht halt nicht mal Sinn. Das ist nur Zeit, die man braucht. Und das wird halt nur die Zeit geraubt. Ja, komm. Leck mich. Da, ich hab dich getroffen, stirb. Nee, okay. Dann nicht. Das ist auch so Bullshit, Alter. Warum kann man den treffen, ne? Das ist Bullshit. Ich kann ihn treffen. Kann ihn nicht töten. Aber er kann auch mich treffen, ne? Das ist der Bullshit. Und jetzt bitte nicht zerquetscht werden. Dankeschön. Ne, also er kann auch mich treffen. Und das ist nämlich der Bullshit. Weil er kann mich treffen. Und es ist nur so eine kurze In-Game. Ja. Oh Gott, das will. Zwischensequenz. Oh Gott, hab's geschafft. Okay. Eine kurze Zwischensequenz. Damit man halt sieht, ja,
Der bohrt halt da so ein bisschen den Boden rum. Dreckigen Jumpscare, Alter. Das geht bei euch. Der bohrt da jetzt ein bisschen den Boden rum. Und dann passiert Folgendes. Die ganze Scheiße sinkt oder bricht ein oder was auch immer. Aber warum kann er mich dann treffen? Das ist doch Bullshit. Ja, das ist jetzt der Boss. So. Nett Schnauze. So. Das wird jetzt lustig. Weil dieser Boss ist nämlich eigentlich verdammt innovativ, wenn ich nicht so scheiße wäre. Habe ich jetzt keinen Ring? Ja, danke schön dafür. So. Und obwohl wir einen Sonic Solo Run ausgewählt haben, haben wir jetzt doch Tails am Start. Und dieser Boss muss für seine Zeit eigentlich verdammt innovativ gewesen sein, weil es ist einfach ein Flugboss, Alter. Was wollt ihr denn von mir? Es ist fucking Sonic, Alter. Das ist der Wahnsinn. Schaut euch an, wie majestätisch der Hintergrund an uns vorbeifliegt. So, noch eine auf die Schnauze. Was hat mich getötet? Mann, ich bin doch so dumm. Was hat mich gerade getötet? Das macht gar keinen Sinn. Bin ich in sein Feuer gelaufen? Könnte das sein? Ach, Mann. Okay. Nochmal. Ich könnte ihn doch einfach so da treffen. Ja, da guckst du. 2, 3, 4, 5, 6, Ring. Fuck. Okay. Habe ich. Oh Gott, das will. Ich habe ihn. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 6 Mal getroffen und ich glaube, er hat 8 Leben. Willst du mir jetzt sagen, dass das vorhin so eine unwahre Scheiße war, dass ich ihn da nicht treffen, dass ich ihn da treffen kann, aber es zählt nicht? Ich bin ins Feuer gesprungen. Okay. Ja, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann bin ich tot. Dann bin ich Game Over. Das ist interessant. Das ist natürlich sehr super. Ja, absolut geil. Also, gar keine Frage. Aber wir schaffen das jetzt. Komm schon. Geben wir da die paar Ringe da. Perfekt. So. Jetzt gebe ich dir auf eine Nuss. Du faules Stück. Also, ich schwöre, ne, wenn das wieder so ein Bullshit ist, dass ich ihn vorher nicht, dass das nicht zählt, ne, dann kotze ich aber. So. Ich werde das jetzt nämlich wieder machen, weil ich habe nämlich, glaube ich, in. Gib mir sofort einen Ring. Danke. Das ist doch so Bullshit. Okay. Okay, ich muss jetzt den absoluten Skill rausholen, Alter. Warum habe ich noch ein Leben? Ich dachte, ich habe 0 Leben. Okay. Vorsichtig. Ich habe ihn nicht. Wollte mich verarschen. Ich habe den Insta-Shield gemacht. Dann habe ich deswegen nicht getroffen. Jetzt meine Lieblingsphase. Oh, oh, oh. Alter. Richtiger Skill. Oh, jetzt kommt doch von unten mit dem Bohrer noch. Okay, das ist risky, aber ich nehme es. Komm. Fuck it. Okay. Von links. Ich habe mich mitgezählt. Ich voll Idiot. Okay. Ja, Super Tails. Ich wäre in seine Arme gesprungen, aber er wurde halt der Vollidiot, ne? So, nochmal. Ah! Er wird von irgendwo Feuer getroffen. Oh ne, unten. Vorsichtig. Okay, perfekt. Wieder von links. Und zack. Eigentlich ist es besser, wenn man gar nicht versucht, mehrere Hits auf einmal zu landen, sondern einfach runterspringt, weil es halt einfach wesentlich. Nee, da riskiere ich jetzt keinen, ne? Weil es halt eh egal ist, weil du kannst halt nicht sterben, wenn du runterfällst, was eigentlich unlogisch ist, aber. Ja. Ja. Yes! Gottes Willen, ey. Okay, oh Gott. Geht auch und hab ihn. Nice. Okay, dann haben wir das auch. Wunderschön. Ja. Okay. Hey, und damit willkommen in Carnival Night Zone. Es geht. Wow. Ich diese Stage liebe. Also die mag ich, ne? Das ist eine gute Stage. Hm. Eine super Stage. Und zwar das Problem. Oh Gott. Das Problem an dieser Stage ist nämlich. Kann ich da noch oben? Nee. Okay. Ja, schaffen wir ohne Shield. Und zwar an sich ist die Stage eigentlich ganz cool. Aber. Als ich die
vor längerer Zeit mal gespielt habe. Also als Kind, als ich noch nicht alles wusste in dem Spiel, als ich es nicht durchspielen konnte. Bitte sprechen, danke. Lag es an dieser Stage, ne? Denn diese Stage hat einen sehr beschissenen Mechanismus. Und zwar diese Säulen, die so. Oh Gott. Bitte nach links. Warum? 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 Okay. Und zwar diese Säulen, die immer noch so hoch und runter fahren, ne? Diese Säulen, da gibt es einmal so eine kleine Stelle. Da werden wir kommen auf jeden Fall. Und zwar bei dieser kleinen Stelle ist es so, du musst mit dem Pfeiltasten, also auf dem D-Pad, nach oben und unten drücken. Warum? Weil wenn man das macht, dann bewegen sich diese Teile weiter nach oben und unten. Das kannst du machen bei... Hier, dann ist er wieder ganz unten. Das kann man machen bei welchem man auch immer will, aber das ist ja Bullshit, weil das kriegst du halt nirgendwo erklärt. Ne? Es gibt andere Mechaniken, die logisch sind. Aber das ist nicht logisch. Das macht gar keinen Sinn. Ne? Wenn wir zum, zum Teil jetzt mal kommen würden, wo ich draufstehen kann, dann würde ich euch das mal zeigen. Nee. Wirklich nirgends. Echt jetzt? Okay, das. Ja, super. Da kommt jetzt eins, aber das fährt nur links und rechts. Das bringt mir nichts. Ja, da kommt man jedenfalls so. Das zum Beispiel. Jetzt drücken wir unten und oben die ganze Zeit. So. Geht das bei dem nicht? Doch. Seht ihr? Und jetzt schlägt es mir aus. Und jetzt könnte ich da noch unten. Was ich natürlich nicht kann, weil mir das da oben sonst zerquetscht. Das ist nämlich auch ein Prank. Oder ich habe es bislang nie geschafft. Ich werde es aber jetzt nicht probieren, weil ich nicht sterben will. Töten will, ja. Mhm. Also, grammatikalisch bin ich heute wieder on fleek, Alter. Also, Wahnsinn. So. Und das war halt Bullshit, weil ich habe nämlich herausgefunden, dass das in den alten Sega Benutzerhandbüchern drin stand, dass bei meinem Mega Drive tatsächlich nicht vorhanden war. Also, ja. Pustekuchen, ne? So. Das ist auch ein relativ interessanter Boss. Und zwar müssen wir ihn anhitten, damit ihn dann diese Stachel... sein eigenes Teil verletzt halt, ne? Da bleibst du halt so stehen, ne? Und dann verletzt ihn das halt selber. So, komm, triff ihn. Nicht mich. Ihn. Ich kann mich da auch draufstellen, aber... ich muss langsam hin machen, Alter, sonst ist der Boden weg. Kannst du jetzt bitte treffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Gott sei Dank, okay. Ja, und bei diesem... und ja, das war Standard dann in der Anleitung, ne? Und da ich die Anleitung natürlich nicht hatte, bin ich da nie weitergekommen. Und wie ich das dann herausgefunden habe, und zwar folgendermaßen. Ich habe irgendwann mal auf YouTube eine kleine Animation gefunden, wo genau dieses Problem beschrieben war. Und zwar, dass Sonic als eigenstehender Charakter, der sprechen konnte und alles, da nicht weiterkam. Genau an dieser Stelle, wo keiner weiterkam ohne dieses Scheiß, ohne diese scheiß Anleitung, ne? Ich will immer mal normal sagen, ich weiß nicht wieso. Und das habe ich gesehen. Ring. Oh Gott, danke. So. Dann habe ich das gesehen. Ne? Habe ich gesehen. Und dann war beschrieben, dass, dann hat er das halt so, ja, animationstechnisch für Stunden lang probiert, ne? Stunden, also für ein paar Sekunden und dann kam er zum Plexus. Ja, egal. Und da habe ich dann herausgefunden, weil dann Tails von hinten kam und gesagt hat, also mit dem Handbuch, ne, wo genau das drin stand, original wie früher, dass das funktionieren würde, dass man da einfach nur das machen muss. Und dann ist Sonic halt komplett eskaliert oder irgendwie so. Und dann ist mir eingefallen, hey, das war doch früher bei Sonic 3 auch genauso. Ne, dieser Bullshit war genauso drin. Dann dachte ich mir, okay, dann suchst du jetzt einen alten Mega Drive, dann spielst du die Scheiße bis zu dem Punkt und findest heraus, ob es wirklich so war. Und natürlich war es so, weil, als ob irgendeine Animation in YouTube liegen würde, ich meine, ja. Das war dann so, und das war das dann das erste Mal, nachdem ich Sonic 3 durchspielen konnte. Ja. Interessant, ne? Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, muss man sagen, aber, ja, so viel zur Geschichte, wie ich das erste Mal Sonic 3 durchgespielt habe. Na? Ja, aber es ist halt auch echt Bullshit, Alter. Also wenn du das heute irgendwo machen würdest, egal in welchem Spiel, ne, würdest du von den Kritiken gesteinigt werden, Alter. Als ob heute noch irgendwer, bestes Beispiel gerade mal, zum Beispiel mal Nintendo, ne,
Nintendo Switch-Spiele. Habt ihr mal gesehen, diese Schachteln, also diese kleine, diese Plastikverpackung, ne, wo die drin ist, ist der größte Scam überhaupt. What the fuck, Umwelt, ne? Habt ihr das mal gesehen? Die Karte nimmt so ungefähr 128stel von der kompletten Verpackung. Also vom Platz her, ne? Und da ist ja sonst auch nichts drin. Ne? Da sind auch auf der Seite, auf der linken Seite, ne, so Klammern, wo man so kleine Handbücher oder wie früher so Werbung für die Konsole und für andere Spiele reinstecken kann. Aber da ist ja nichts mehr drin. Das ist das Problem, ne? Das ist halt ein Problem. Ja, und was ist das? Und dann wundern sich die Leute, dass alle nur mehr downloaden, online, ne? Weil sie keine Discs mehr raus und reinschieben müssen und fucking einfach alles easier ist, weil es alles übers Internet geht, Alter. Ja, ganz easy. Ne? Ich meine, ich hätte zum Beispiel bei so einem Spiel wie Sonic Mania hatte ja nur einen Online-Release. Da hätte ich es mir zum Beispiel gewünscht, dass das auch einen physischen Release hatte, weil... Wer es mitgekriegt hat, die haben ja so kleine... Du Haufen Scheiße. Die haben so kleine Introduction Manuals. Ich ertrinke. Fuck. Gib mir Luft. Gib sie mir. Danke. Die haben so kleine Introduction Manuals drucken lassen und haben die bei PAX West gratis verschenkt, ne? Und das wäre halt so eine Sache gewesen, die hätte man halt... Lässt du mich da hoch? Danke. Die hätte man halt bei einem physischen Release von Sonic Mania da reinstecken können. Ne? Die haben das geplant. Ne? Da wurde ja auch beschrieben, ja, das sind die Hardboard Heavies, die so und so. Da wurden dann so Vorab-Skizzen vom Spiel veröffentlicht drinnen und alles und Kram halt. Ne? Das wäre halt gut gewesen, weil das hätte man da halt reinpacken können. Und das wäre halt noch geiler gewesen. Ne? Aber nachdem bis dato, Gott... Sonic Mania noch keinen physischen Release hat und wahrscheinlich auch nicht kriegen wird oder keine Ahnung. Was ist mit dem Sound los? Oh Gott. Was war das denn gerade? Okay, das war gerade komisch. Tut mir leid. Vielleicht war es nur bei mir nicht in der Aufnahme. Okay. Alter. Okay, das hat mir gerade meinen Arsch gerettet. Ja, das wäre halt. Ich glaube auch nicht, das ist Sonic Mania, ne? Einen physischen Release glaube ich nicht, weil das würde jetzt noch wenig Sinn machen oder jetzt mehr noch, ja, würde da keinen Sinn machen. Ich kann euch nicht reden, ich verstehe schon. Nee, es würde nicht viel Sinn machen, weil jetzt haben die das auf PS4, Xbox und Nintendo Switch online released und auf dem PC 2 Wochen später, und das würde jetzt einfach absolut keinen Sinn mehr machen, weil warum würde ich denn jetzt noch mal, ich weiß nicht, in einem Jahr oder so, Anfang 2018 oder irgendwie so ein Schmarrn, das nochmal dann als Cartridge oder CD oder was auch immer dann releasen, das macht gar keinen Sinn. Also das, für mich macht es nicht viel Sinn. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil warum sollte ich das machen? Ja klar, vielleicht wenn man nochmal Gewinn macht, aber als ob die 100.000 Leute, die sich den Scheiß jetzt schon runtergeladen haben, sich das nochmal dann physisch kaufen, weil, keine Ahnung, damit man es physisch hat, die ganzen Game Collectors. Leck mich doch, Alter. Nee, das wird kein Sinn machen. So. Ja, aber an sich ist Sonic Mania ein cooles Spiel. Das hier ist die Stelle. Da wird man eingesperrt. Hier. Ne? Und da oben geht's nicht weiter. Ne? Und man schwingt hier die ganze Zeit so rum. Und ich dachte mir immer, was wollt ihr denn von mir? Ich kann doch da nicht weg. Ne? Dann habe ich das Spiel einmal resettet, weil ich gedacht habe, es war ein Bug oder so. Hab's dann nochmal gespielt und wollte dem hier auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Ne? Und alles, was man tun müsste, ist einfach zu springen und dann nach unten und oben zu drücken. Unten, oben. Die ganze Zeit. Ne? Und dann kann man da rausspringen. So einfach wär's, ne? Und dann geht's weiter. Und das Schlimme daran ist, dass das Level ja da fast schon, oder der Scheißpart vom Level, und zwar das Unterwasser, da schon geschafft hast, ne? Also du schaffst das komplette Level fast, ne? Zumindest die Arschlochpassage. Dann kommst du zu dieser Stelle und wirst einfach richtig hart verarscht. Ne? Weil du keinen Plan hast, was du machen sollst. Gott sei Dank habe ich den jetzt, weil das wäre für ein Let's Play natürlich scheiße. Wenn ich den Plan nicht hätte. So. Ich hätte gar nicht... Darf ich da hoch? Hallo?
Okay. Nein, darf ich nicht. So, geh da rüber. Hallo. Alter. So. Okay. Hyperspeed und dann dürften wir gleich durch sein, glaube ich. Jetzt wollen wir dann noch runter. Ja. Dann boostet uns Knuckles wieder mit hoch. Wieder hoch. Mit seinem Knopf, der anscheinend alles kann. Warum auch immer. Und dann kommen wir zum Boss. Und es ist gut, dass ich ein Elektroschild habe, weil... Ja, das ist nämlich so einer. Und zwar... Warum? Das macht gar keinen Sinn. Das noch weniger. Okay, ich habe das Spiel... doch schon etwas länger nicht mehr gespielt. Also ich weiß nicht mehr ganz genau alles, aber das war mir jetzt ein bisschen Bullshit, ne? Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber an sich ist der eigentlich relativ einfach. Du Crapmaster, Alter. Piss dich. Stirb einfach. Okay. Ich lauf ganz nach links. Der war mir immer ein bisschen so wie so ein Fake von dem Boss aus Hydro City Zone Act 2. Weil der hatte auch so einen Wasserstrudel gemacht, der mich angezogen hat. Und der kann halt auch nicht gerade mehr eigentlich, weil der macht halt einfach das und... Ja, das war's. Hab ich dich? Ja, okay. Kannst du mich mit deinem Ring, Alter? Den kannst du schön behalten. So. Achso, ich dachte, die fliegt von oben nach unten. So, ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn schon auf? Oh Gott. Okay, ist schon lang genug. Okay. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es beim heutigen Part damit. Und Spiel. Muss ich was machen? Achso. Ich muss selber weitergehen. Okay. Ich schieße mich in die nächste Welt und... Ja, komm, ich gebe euch noch einen kurzen Einblick, was die nächste Welt ist. So, let's go. Ice Cap Zone. Hell ja, so. Nee, aber die schauen wir uns dann im nächsten Part an. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Und ich sehe euch dann, wie immer, im nächsten Part. Part 3. Okay, bis dann. Haut rein. Tschüss.